Hallo Leute, ich bin Wolfgang von Black Trident. Heute zurück mit einem neuen Video zum Thema Montagen für Thor, Thor Duty Plus und Loki Holster. Was High Ride, Mid Ride, Low Ride ist und was ein Schnellblicksystem ist, das erfährst du in diesem Video. Was für eine Montage soll ich für mein Thor, Thor Duty Plus oder Loki Holster wählen? Und hier mit diesem Video möchte ich euch einen Überblick geben über die Montagemöglichkeiten, die es gibt. Bevor wir über die einzelnen Begriffe High, Mid und Low Ride und die entsprechenden Montagesysteme sprechen, möchte ich aber kurz über Schnellwechselsysteme noch sprechen, weil das ist ein wichtiges Thema. Schnellwechselsysteme können auf jeder der folgenden Montagen, die ich euch zeigen werde, angebracht werden. Was ist ein Schnellwechselsystem? Ein Schnellwechselsystem ist so etwas wie hier hinten drauf und das ist eine Möglichkeit, wie ich auf meinem Rangebelt das ganze Holster mit der Waffe abnehmen kann und dann sozusagen auch zwischen Waffensystemen und auch unterschiedlichen Holstern wechseln kann. Das Wichtige ist, hier bei uns im Shop bekommt ihr diese Systeme von Playtech und von Safariland. Wie schauen die aus? Hier habe ich jetzt zum Beispiel das Safariland QLS-Wechselsystem. Das funktioniert folgendermaßen, dass es so, es gibt wie eine Schnalle sozusagen, wo man von außen zusammendrückt und dann kann man hier, dieser Teil wird am Holster angebracht und dieser Teil an der Montage. Und so kann ich dann das Ganze an meinem Rangebelt und meiner Ausrüstung anbringen. Das andere, was es gibt, das ist etwas kompakter. Das ist von Playtech das TMMS-System. Auch hier habe ich wieder einen Teil, wo der am Holster angebracht wird und einen Teil, der an der Montage angebracht wird. Also das hier wäre der Teil für Holster, das hier wäre der Teil für die Montage. Und hier funktioniert der Mechanismus so des Öffnens, dass es hier unten ein, ich sage es, Schnapperl auf Österreich gibt, dass ich nach oben ziehe und dann kann ich das ganze Holster herausziehen mit dem Schnellwechselsystem. Also das ist die Übersicht zu Schnellwechselsystemen. Und das Wichtige ist, diese Systeme, die könnt ihr auf beinahe allen Montagen, die ich euch jetzt gleich zeige, anbringen. Aber ich habe schon beim Eingang erwähnt, High, Mid, Low Ride, oh, Hilfe, diese ganzen Fachbegriffe, bringen wir da Licht ins Dunkel. Wenn man über High, Mid und Low Ride spricht, dann spricht man über den relativen Abstand, den das Holster zum Gürtel hat. Also wirklich dieser Abstand, wo sitzt das Ganze? Das hier wäre High Ride, Mid Ride ist ca. 10 cm weiter unten und dann gibt es noch Low Ride, was knapp über dem Knie ist. Und jetzt schauen wir uns an, was für verschiedene Möglichkeiten zur Montage gibt es bei diesen Holstern. Bevor jetzt gleich die Frage kommt, was ist das Beste, was sollte ich wählen, ist es so, dass ich zuerst einmal die Systeme erklären möchte, die einzelnen Vor- und Nachteile, weil das Wichtigste ist, dass du dir auch bewusst bist, hey, wenn ich das und das machen möchte, dann brauche ich diese Montage. Und wenn ich aber genau für den Einsatzzweck etwas haben möchte, dann brauche ich diese Montage. Fangen wir mal bei High Ride an. Bei High Ride Montagen, wie es der Name schon sagt, sitzt das Holster hoch oben am Gürtel. Und hier ist es eben so, der Vorteil von dem ist, dass es eine sehr alltagstaugliche Montage ist. Das heißt, es ist sehr angenehm zum Tragen. Ich kann mich überall hinsetzen, auf Bürostühlen und Co. Und da kommt mir eigentlich nichts in die Quere. Ein Nachteil bei High-Ride-Montagen ist aber, dass ich auf der einen Seite mit Equipment, was hier eventuell an der Seite montiert ist, man kann sich das zum Beispiel hier drüben bei dem Plate Carrier anschauen, wenn ich hier auf der Seite noch Taschen hätte, dann wäre es unter Umständen möglich, dass ich hier in Konflikt komme, je nach meiner Konfiguration. Ein anderer Nachteil von High-Ride-Systemen ist natürlich die Ergonomie, also sozusagen das Ziehverhalten an sich. Das ist natürlich auch viel Trainingssache, aber auch hier muss man sagen, dass im Vergleich zu den Systemen, die ich euch gleich noch zeigen werde, Mid-Ride und Low-Ride, es ergonomisch eher so sitzt, dass eine ungewöhnliche Position ist beim Ziehen. Aber schauen wir uns kurz jetzt die High-Ride-Systeme einmal an. Generell gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Das eine, das habe ich jetzt zum Beispiel hier, das ist von Playtech eine Montage. Hier habe ich Gürtelschlaufen, das ist der Adjustable Stingray Loop. Hier habe ich auf der Rückseite auch die Möglichkeit, das Ganze an verschiedene Gürtelbreiten anzupassen. Also egal, ob du jetzt einen 38 mm, 40, 45 mm Gürtel verwendest, hier gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Und auch hier wieder wichtig, Schnellwechselsystem kann ich drauf montieren.
Das nächste, was es gibt, das sind sogenannte Pedal-Montagen. Bei Pedal-Montagen, das sind Montagemöglichkeiten, wo dieser Bereich, sozusagen der große Teil, der wird zwischen die Hose und deine Hüfte eingefädelt und durch den Druck, der zwischen deiner Hose und der Hüfte aufgebaut wird, bleibt dieses Holster sozusagen an deiner Hüfte. Hier ist eben das Ding, dass man auch hier noch eine zusätzliche Sicherungsmöglichkeit hat. Das heißt, hier hakt dann auch der Gürtel ein und auch hier kann ich das Ganze eben wirklich anpassen an meine Gürtelbreite. Nachteil bei dieser Montage ist ganz klar, also wenn man diese beiden hier vergleicht, habe ich hier mal ganz klar den Vorteil, ich habe den Gürtel, eine fixe Montage. Nachteil kann natürlich sein, dass ich hier immer aus- und einfädeln muss, wenn ich einen Gürtel habe. Und hier bei der Pedal-Montage ist es auch etwas, was man sehr leicht wieder rausgeben kann. Aber Nachteil hier, hier habe ich halt etwas sehr Großes an meiner Hüfte, was halt durchaus dazu führen kann, je nach Körpertyp, dass es etwas unangenehm zu tragen ist mit der Zeit. Das nächste, was ich hier auch noch habe, das ist von Safariland eine sehr beliebte Montage. Bei der ist es eben so, das ist auch eine Gürtelmontage. Hier hat man die Möglichkeit, 40 mm kommt Standard und hier unten gibt es so ein kleines Zwischenstück, das kann man rausschneiden, dann habe ich auch die 45 mm Möglichkeit. Hier ist auch noch ziemlich cool, dass ich hier auch den Winkel verstellen kann. Ich zeige das mal kurz hier mit dem Safariland QLS-System. Hier kann ich dann eben auch das Holster im Winkel verstellen, also je nachdem, ob ich es nach vorne neigen will, zurück neigen will, habe ich hier die Möglichkeit auf jeden Fall. Das ist auch eine sehr beliebte Montage in Kombination mit unserem Rangebelt, möchte ich an dieser Stelle sagen. Die vierte Montagemöglichkeit, die ich euch kurz noch zeigen möchte, das ist der Tech-Lock. Beim Tech-Lock, der funktioniert auch für Magazin, Taschen und Co. Es ist aber auch eine durchaus beliebte Montage für Holster. Vorteil von dem ist nämlich, dass ich das Holster auch sehr leicht anlegen und ablegen kann. Ich habe hier drinnen auch Elemente, mit denen ich so die Gürtelbreite anpassen kann. Und wie man sieht, gibt es hier auch ein Bohrungssystem, wo ich auch durchaus andere Ausrüstungsgegenstände anbringen kann. Jo, das war's mal soweit zu HiRide. Also fassen wir nochmal zusammen. HiRide, es gibt unterschiedliche Montagen, welche die mit Gürtel funktionieren, wo der Gürtel durchgefädelt wird. Pedal-Montagen, die zwischen die Hüfte und die Hose gefädelt werden. Ja, dann kommen wir jetzt zur nächsten Tragehöhe, nämlich Mid-Ride. Mid-Ride, das ist so etwas wie das hier. Das ist jetzt zum Beispiel eine Playtech Duty Drop und Offset Mount, hier schon mit dem Schnellwegsystem montiert. Und dann gibt es auch hier noch zum Beispiel die Safariland 6070 Mount, hier auch nochmal mit QLS-System montiert. Beim Mid-Ride, ich habe es schon vorher eingangs mal erwähnt, ist es eben so, dass das Holster ca. 10 cm weiter nach unten versetzt wird. Was bedeutet das für mich? Der Vorteil von Mid-Ride-Systemen ist ganz klar, dass es eine sehr ergonomisch natürliche Position ist. Du kannst dir vorstellen, wenn ein Holster hier unten sitzt, das ist etwas tiefer als die Hüfte und ich kann da sozusagen vom Ziehvorgang bin ich hier besser dabei, was die Ergonomie betrifft. Ein weiterer Vorteil von Mid-Ride-Systemen ist, dass sie mit anderen Ausrüstungsgegenständen, und das können wir uns zum Beispiel hier anschauen, hier habe ich auch den Plate Carrier und hätte ich hier jetzt an der Seite noch irgendwelche Taschen oder etwas, dann hätte ich hier noch immer uneingeschränkten Zugriff auf mein Holster. Natürlich je nach Konfiguration, also wenn die Tasche zu groß ist, geht das nicht. Aber auch hier habe ich das Ding, dass ich zumindest einen Abstand habe zwischen meinem Equipment und meinem Holster, sodass ich hier ziehen kann. Ja, Mid-Ride-Systeme sind so aktuell eines der beliebtesten Tragesysteme für Holster, einfach weil sie sehr viele Vorteile von Low-Ride, das ist die nächste Montagemöglichkeit, die ich gleich erklären werde, vereinen. Hier auch noch etwas Wichtiges bei den Mid-Ride-Systemen. Die Leute fragen uns oft, hey, was soll ich wählen, was ist besser, Playtech oder Safariland? Ich möchte ganz ehrlich sagen, das ist wie wenn ihr mich fragt, ist Audi oder BMW besser? Jetzt geht es wahrscheinlich gleich voll ab in den Kommentaren. Hier ist es eben so, das sind zwei unterschiedliche Hersteller. Safariland ist eben sehr beliebt am Behördenmarkt. Es gibt auch viele, also weil Safariland ein sehr großer Behördenholsterhersteller ist und viele Leute sind dieses System eigentlich schon gewohnt. Unterschied auch nochmal hier von den Montagen her, bei Safariland als auch bei Playtech, hier lässt sich der Winkel, wie das Holster montiert ist, bei beiden Systemen einstellen. Wo allerdings ein Unterschied ist bei den Systemen aktuell, ist, dass bei Safariland eben hier
ist die gesamte Breite ausgenommen, währenddessen bei Playtech, hier gibt es noch ein kleines Stück, sozusagen einen Querbalken, den ich adjustieren kann an meine entsprechende Gürtelbreite. Und das kann dann halt auf jeden Fall auch diese Bewegung, wenn ich halt hoch und runter, wenn sich das Holz sozusagen einmal zieht, das wird da auf jeden Fall auch nochmal minimiert. Und die beiden Montagen, die sind auch perfekt, wenn du die mit unserem Range Belt kombinierst. Ja, jetzt haben wir über High Ride gesprochen, über Mid Ride gesprochen. Bei den beiden Systemen möchte ich noch etwas hinzufügen, weil das sind beide Systeme, die als Montagepunkt die Hüfte haben. Und die Hüfte, die ist immer ein relativ stabiler Punkt. Das heißt, auch wenn du sprintest, wenn du egal was machst, die Hüfte ist eigentlich etwas, das bewegt sich eher mäßig im Vergleich zur nächsten Montage, die wir uns jetzt anschauen. Das ist nämlich Lowride. Bei Lowride, da ist es so, ich habe jetzt auch ein System von Playtech mitgebracht. Und hier ist es eben so, dass der Punkt, wo meine gesamte Montageplatte, ihr seht, hier gibt es auch wieder sehr viele Bohrungen, wo ich mein Equipment anbringen kann, wo ich auch wieder mit Schnellblicksystemen arbeiten kann. Hier ist es eben so, dass das Ganze hier am Bein montiert wird. Und hier seht ihr eben knapp über dem Knie. Das Ding dabei ist, jetzt im Vergleich zu High und Mid-Ride, dass sich der Oberschenkel, halt, wenn du läufst und Co., sich halt mitbewegen wird. Und gerade wenn du schwere Waffensysteme hast, man denkt an eine SIG P226 in Ganzstahlausführung, dann und voll geladen, dann wirst du das halt beim Sprinten und Co. halt auch mit dir mitbewegen. Und Lowride ist durchaus ein, sag ich mal, beliebtes Montagesystem bei Personal, was viel in Fahrzeugen unterwegs ist. Weil hier habe ich eben, wenn ich im Fahrzeug sitze, das Holster, es ist nicht mit irgendwelchen Seiten von meinen Sitzen irgendwie in Konflikt und ich kann die Waffe immer auch ziehen, wenn ich eben im Fahrzeug sitze. Also das ist eben hier das besondere, warum Lowride-Systeme noch immer viele Anwendungszwecke haben, auch wenn man sie sonst nur aus amerikanischen Kriegsfilmen kennt. Aber das ist eben so das Ding, warum die auch sehr beliebt sind. Ja, und hier habe ich eben auch dieser Teil, der wird eben am Gürtel festgemacht und das wird dann hier eingeklipst und sitzt dann eben etwa knapp über dem Knie. Und man kann ja auch die Länge verstellen, also je nach Körpertyp kann man das auch anpassen. Ja, jetzt ist immer die Frage, hey, jetzt weiß ich alles über die Montagen, also jetzt weiß ich, was High, Mid und Lowride sind, jetzt weiß ich auch, was die Schnellwegssysteme sind. Ich verstehe, was für verschiedene Montagemöglichkeiten es gibt. Da ist natürlich die große Frage, hey Wolfgang, was würdest du mir denn empfehlen? Generell, wie ich schon zu Eingang gesagt habe, es kommt ganz darauf an, was du damit machen möchtest. Jemand, der halt im Büroalltag sitzt, der wird sich vielleicht eher eine High-Ride-Montage holen, weil das halt einfach für diesen Einsatzzweck besser ist. Jemand, der viel in Fahrzeugen unterwegs ist, der wird ganz klar eine Low-Ride-Montage wählen. Und hier auch jetzt am Abschluss meine Empfehlung. Jemand, der sagt, ja passt, ich möchte taktisch schießen, Verteidigungsschießen und Co., da eben alles in diese Richtung, dem würde ich ein Mid-Ride-System empfehlen. Aus dem Grund, weil ich hier halt einfach Vorteile von High- und Low-Ride miteinander vereine. Ich habe hier eben Zugriff auf mein gesamtes Equipment und komme nicht so leicht mit Equipment, was auf der Seite montiert ist, in Konflikt. Und ich habe eine sehr ergonomische Position, wo das Holster am Ende sitzt. Und ja, das sind sozusagen meine Empfehlungen. Wenn ich sage, hey passt, ich möchte Sportschießen, Verteidigungsschießen, taktisch schießen, dann würde ich hier zum Mid-Ride greifen. Falls ihr noch Fragen habt zu den ganzen Montagesystemen und wie das funktioniert, dann schreibt sie super gerne hier in die Kommentare. Wir beantworten euch die verlässlich. Und schaut euch auf jeden Fall immer wieder auf unserer Homepage vorbei. Wir fügen auch immer wieder neue Montagesysteme hinzu. Aber hier auch immer unser Mantra, wir wollen euch nicht verwirren. Wir wollen euch einfach eine gute Auswahl geben, sodass ihr wirklich das Passende wählen könnt für euren Einsatzzweck. Und das war's von meiner Seite zu den Tor-Duty Plus und Loki-Montagen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Wolfgang von Black Trident.